und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier, haben wir aufgehört. Und da ich nicht wusste, wie lange das Ganze hier dauert, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich lieber einen kleinen Cut gemacht. Jetzt sehe ich mich hier selber nicht mehr. Hilfe. Ist aber doch nicht ganz so groß, wie ich gedacht habe, oder? Oder kommt da noch ein ganzer Teil? Ich bin mir nicht so sicher. Sieht hier auch irgendwie ein bisschen seltsam aus. Das sind alles Algen. Da hängt irgendwo was dazwischen. Holz oder sowas. Aber man kann hier nichts aufnehmen und nichts. Ah, hier ist was. Kann man auch aufnehmen. Eine Kette. Die sieht aus wie für die Zahnräder. Die ist sogar noch genauso gebogen. Hatten wir denn keine da dranhängen? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht. Schaut, nee, andere Seite, andere Seite. Da ist noch was. Guck mal hier. Was um alles in der Welt hinterlässt solche Spuren? Okay. Ja. Können wir hier noch weiter? Ich hoffe, dass unser Sauerstoff auch ausreicht. Was ist das hier? Das ist nee. Achso, dann kommen wir hier wieder zurück. Ja gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Schattenfische schwimmen uns entgegen. Oder? Nee, das ist gar nicht der Weg zurück, oder? Das ist nicht die Tür. Wir schauen uns aber natürlich trotzdem ein bisschen um. Doch, das ist doch der Weg zurück. Oh, okay. Ich weiß nicht, warum wir hier die Zahnräder nicht aufnehmen können. Das wurmt mich ein bisschen. Ach, weil... Oh, okay, ich sehe es. Weil wir die nur aufnehmen können, wenn wir hier dran sind. Okay. Okay. Dann... Ja, ich nehme mal einfach das erste. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, ob es passt. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? Können wir die Kette da schon dran machen? Muss ich das irgendwie übers Inventar machen? Weil die müssen wir doch miteinander verbinden, nehme ich mal an. Ah, okay, jetzt. Die müssen wir wahrscheinlich auch erstmal drehen. Sind das schon die Schleusen? Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Ich möchte dich runterziehen. Boah. Ach, jetzt muss ich nur drücken. Beim anderen muss ich ziehen. Na toll. Gut gemacht, Kate. Ich hätte es selber nicht besser gekonnt. Puh, wenn jetzt alles bereit ist, hole ich sofort die Yukol. In der Zwischenzeit treffe ich die letzten Vorbereitungen. Wenn sie mit den Nomaden zurückkommen, müssen wir nur noch ablegen. Großartig. Bis bald, Kapitän. Äh,
informieren Sie Aya Vaska, dass alles zum Aufbruch bereit ist. Wer war jetzt Aya Vaska? Wahrscheinlich war das die Schamanin? Keine Ahnung. Aber sonst ist, glaube ich, keiner hier und ich konnte nicht mehr aus dem Dorf raus, ne? Ja, im Prinzip habe ich ja nur die zwei Leute, oder drei Leute. Einmal den Typen, der mir geholfen hat, den Stempel herzustellen, aber da war er nicht eingeweiht. Dann die Schamanin und der, dessen Namen ich vergessen habe, der das Bein brauchte. Da ich aber nicht dahin kam, nehme ich mal an, müssen wir jetzt zur Schamanin. War die hier drin? Ja, ne? Ja, ist jetzt leider ein bisschen blöd gecuttet. Ich dachte jetzt nur, wenn das noch länger dauert, eine halbe Stunde, ist dann auch wieder ziemlich lange. Ach, da oben sitzt sie. Dementsprechend, naja, ist aber nicht so schlimm. Frau Kate Walker weiß einen Weg, wie Yukol über Heiligen See kommen? Davon hätte ich ja nie geträumt. Ich habe ein Schiff gefunden, das sie alle und auch ihre Herde transportieren kann. Sein Kommandant, Kapitän Obo, erwartet uns im Hafen. Als erstes warten wir Kirk. Führer der Yukol, gesund mit einer magischen... Simon Steiner, der Uhrmacher von Weisenbohr, hat Kirks Prothese fertiggestellt und in die Klinik gebracht. Sie kommen gemeinsam herunter und stoßen an Bord der Kristall zu uns. Also Yukol nutze Nacht, um Lager abbauen. Sehr, sehr viel Arbeit. Das hört sich aber nicht gut an. Gut gemacht. Großartig. Jetzt kommen wir voran. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Solange ihr spiritueller Führer sich in unseren Händen befindet, gehen die Nomaden nirgendwo hin. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Olga Yefimova. Der Rest meiner Männer kommt erst in ein paar Stunden an. Es wird schwer, diese Wilden hier festzuhalten, ohne ein paar Schädel einzuschlagen. Und ich will hier in Weisenbohr kein Skandal. Keine Sorge, Oberst. Wenn wir es auf meine Weise machen, brauchen wir keine Söldnerarmee, um das Yukol-Problem ein für alle Mal zu lösen. Mein Gott, wo bleiben die nur so lange? Was machen die da? Entspannen Sie sich, Kapitän. Sarah hat versprochen, Steiner und Kirk hier herunterzuschicken, sobald sie aus der Klinik zurück sind. Ich bin sicher, sie werden kommen. Es ist egal, ob sie jetzt oder in einer Stunde kommen. Wir müssen los, bevor es Nacht wird. Ich warne Sie. Ich fahre nicht zur besten Essenszeit für das Monster raus auf den See. Hören Sie. Wir können auch erst morgen bei Tagesanbruch fahren, wenn Sie sich dann besser fühlen. Bis dahin sehe ich mal nach, wie die anderen zurechtkommen. Und Sie versuchen, sich etwas zu entspannen. Alles wird gut, Kapitän. Sprechen Sie die Lage mit Ihren Verbündeten. Ja, super. Also ich denke mal, dass wir dann zum Uhrengeschäft erstmal müssen, weil sie jetzt von der Sarah gesprochen hat. Wie kamen wir hier raus? Kate! Ah. Sarah! Ist alles in Ordnung? Großvater, er ist nicht aus der Klinik zurückgekommen. Vielleicht dauert es länger als erwartet, Kirk die Prothese anzupassen. Das dachte ich auch. Aber als ich mit der Seilbahn in die Klinik fuhr, war da oben alles geschlossen. Und in der Eingangshalle sind Bewaffnete. Diese Soldaten müssen zu diesem Oberst gehören, der uns verfolgt. Sie halten Großvater fest, ich weiß es. Ich muss los und ihn retten. Junge Takmon recht haben.
Frau Kate Walker muss zur Klinik gehen und retten Kirk. Und Großvater, was ist mit ihm? Auf keinen Fall lasse ich irgendjemand... Frau Kate Walker darf nicht vergessen alles, was Jukol für sie getan haben. Sie schulden auch Großvater einiges. Beruhigen Sie sich. Beide. Ich hole Sie da raus, aber Sie beide müssen ruhig bleiben. Frau Kate Walker muss das mitnehmen. Braucht es oben. Was ist das? Alkohol. Und woher wissen Sie, was ich brauche? Geister schicken nicht nur schlechte Zeichen. Jetzt, Frau Kate Walker muss gehen in Klinik. Ich gehe. Sagen Sie dem Kapitän, dass er sich zur Abfahrt bereithalten soll. Pech, wenn das nachts sein sollte. Wenn der Oberst und seine Männer wirklich dort oben sind, müssen wir aufbrechen, sobald ich mit Kirk zurück... Ist auch ganz schön am Haken gerade. Gehen Sie zurück in die Klinik. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie komme ich in die Klinik? Weil ich kann ja den üblichen Weg nicht mehr nehmen. Also normalerweise würde ich sagen, wir kommen ja hier bei den Schamanen, kommen wir jetzt nicht mehr vorbei. Wo kommen die jetzt ja eigentlich her? Die sind neu, oder? Stamm weiß, dass Geister Frau Keteburg führen. Ja, das ist schön, wenn die mich wirklich führen würden. Vielleicht kann ich... Keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Eingebung, aber vielleicht kann ich irgendwo im Uhrenladen noch irgendwas finden. Schlüssel oder... Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wie ich wieder zurückkomme, weil da ist ja alles gesperrt. Wir kamen den Weg nicht mehr zurück. Muss ich nur den Uhrenladen erstmal wieder finden. Ach, der schmierige Typ ist schon wieder hier. Ja, geh weg. Komm. Boah, das ist was ich an dem Spiel etwas hasse. Dass die so blöd positioniert sind stellenweise. Und der hat sich ja jetzt noch nicht mal bewegt. Was ist das denn jetzt für einer hier? Geht doch mal mit denen. So, die letzte Seilbahn ist weg. Seilbahn? Die Seilbahn? Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre mit diesen Söldnern in der verdammten Klinik festgesessen. Hä? Moment, Herr Steiner. Ich komme. Ja, und was bringt mir das jetzt? Jetzt sehe ich die Uhren und dass der Laden zu ist. Können wir da nochmal rein? Naja. Aber von was für einer Seilbahn hat er jetzt gesprochen? Hallo? Kann man hier auch weiter? Anscheinend nicht. Ach, man wechselt doch einfach mal die Perspektive in dem Bild. Also das ist was mich wirklich aufregt mit diesem Spiel. Nicht nur, dass das immer so hart... Waren wir da hinten schon mal? Oder sind wir schon mal die Treppen hoch? Ach, Moment. Das sieht hier so ein bisschen aus... Als ob man hier wirklich mit einer Seilbahn fahren könnte. Wieso ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? Gut, ich habe jetzt gedacht, vielleicht kriegen wir bei dem irgendeinen Schlüssel oder so, dass wir da jetzt irgendwo weiterkommen. Aber so geht es natürlich auch, vorausgesetzt, dass uns das jetzt irgendwie hilft. Komm, lauf. Da kann man anscheinend rein. Oder man kann nur durch. Ne, Moment, hier ist eine Tür. Das ist, glaube ich, die Tür, wo sie eigentlich rein sollte. Nein, ich muss etwas anderes finden. Okay. Achso, zurück. Von da sind wir quasi gekommen, ne? Können wir da runter? Ne, das ist nur für die Seilbahn, nehme ich an. Hier können wir vermutlich auch nicht runter. Okay.
Unten war noch ein Gitter. Da wollte ich erst als erstes geguckt haben, aber habe dann gedacht, okay, ich gehe jetzt mal nach oben. Meine Liebe, warten Sie! Ach, der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, was ist? Es gab eine Wendung zum Schlechten. Ein Trupp Soldaten ist in Balsambor eingetroffen. Ich fürchte, diese Miliz ist die rechte Hand der neuen Regierung unseres Landes. Das gefällt mir gar nicht. Diese Leute sind völlig skrupellos. Sie haben sogar die Klinik übernommen. Ja, ich wollte... Wenn Sie erfahren, dass ich Ihnen erlaubt habe, die Schleusen zu öffnen, lande ich zum Bäumezählen in der Taiga oder Schlimmeres. Oh mein Gott, was für eine schreckliche Lage, entsetzlich. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Wir verschwinden so schnell wir können. Perfekt. Aber wenn Sie vorher festgenommen werden, zähle ich darauf, dass Sie meinen Namen da raushalten. Selbst unter Folter. Natürlich. Selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Sie können auf mich zählen. Ausgezeichnet. Na dann, einen schönen Abend noch, meine Liebe. Was für ein netter Bürgermeister. Ja, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen orientierungslos. Ich wollte eigentlich durch das Gitter durchgehen. Jetzt finde ich noch nicht mal mehr die Stelle mit der Seilbahn. Hä, hier war doch eben Gitter. Oder war das jetzt noch weiter unten? Oder ach, ich bin hier an der anderen Seite runtergegangen. Kann das sein? Moment, ich muss nochmal da hoch. Wobei, wahrscheinlich soll ich... Ja, oder? Ja, genau, hier. Hier wollte ich mich eigentlich runter. Ja, dann geh auch. Och, Mädel, komm. Einfach die Treppe runter. Was sind da jetzt wieder so schwer dran? Jetzt war ich schon wieder auf dem falschen Bildschirm. Ach, mein Gott. Hier ist eine Treppe. Beziehungsweise hier ist das Gitter, nicht die Treppe. So, Moment, halt, stopp. Hier ist doch was, was du dir angucken kannst. Ob das von Bedeutung ist, weiß ich noch nicht, aber... Da ist ein Punkt, okay. Soll ich hier ein Chaos veranstalten? Das mache ich gerne. Ups! Entschuldigung! Hat aber keiner gesehen, oder? Ein Keil. Okay. Hier ist noch ein Keil. Kriegen wir den dritten auch? Okay, wir kriegen den dritten auch. Was machen wir jetzt damit? Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir jetzt mit den Keilen? Komm schon. Können wir mit denen irgendwas mit der Tür machen, dass wir die... Weil die ist ja noch verschlossen. Och, geh doch einfach wieder dahin. Das ist dann immer so schwer. Okay, können wir da jetzt irgendwas mitmachen mit den Keilen? Können wir da... Die irgendwie... Oder aus den Angeln heben, keine Ahnung. Oh, Moment. Tatsächlich. Ah. Vorne einen Platz, hinten einen Platz. Okay. Man, da ist die, ist der Eingang. Was haben wir denn für Keile? Die sind alle gleich, nehme ich mal an. Ne? Keil, Keil, Keil. Versuchen wir etwas anderes. Okay, das ist anscheinend nicht so gut. Das ist nicht richtig. Einen anderen Keil vielleicht? Es funktioniert nicht. Keine Chance. Okay, war ein Versuch wert. Hä? Kleiner Keil? Okay. Ah, ja, genau so habe ich mir das nämlich, oder so ähnlich zumindest, habe ich mir das nämlich gedacht, dass wir das aushebeln können. Die Frage ist jetzt nur... Welchen Keil brauchen wir jetzt? Das ist ein großer. Ist die jetzt schon ausgehebelt?
Können wir da jetzt auch noch einen hinmachen oder so? Nichts. Nichts, okay. Den können wir aber theoretisch wieder mitnehmen. Was ist denn, wenn wir jetzt da den kleinen Auf keinen Fall. Ist das überhaupt der kleine Köl? Nee, das ist der kleine Köl. Und da... Oh Gott, das wird ja richtig kompliziert hier. Da den kann ich den kleinen wieder mitnehmen, ne? So, dann kann ich da den kleinen jetzt nochmal reinmachen? Aber das hier ist der größte, glaube ich. Theoretisch müsste ich jetzt den rechts reinmachen, oder nicht? Ah! Die perfekte Einbrecherin. Ich bin gut. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, ich schätze, dass wir da wahrscheinlich... Wieso habe ich wieder keinen Mauszeiger mehr? Hallo? Kann man hier irgendwas angucken? Anscheinend nicht. Aber ich kriege auch keinen Mauszeiger mehr. Hallo? Dürfte ich bitte meinen Mauszeiger wieder bekommen? Das wäre ganz toll. Ah, jetzt endlich. Jetzt kann ich auch gucken, ob hier irgendwas sonst noch ist. Anscheinend nicht. Also, da ich leider keine Ahnung habe, was jetzt passiert oder ob eine Zwischensequenz kommt oder irgendwas und wir flüchten in heller Panik oder was weiß ich was, würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann sehen, was der Hebel uns bringt, wenn wir die nächste Folge anschauen. Falls uns der Hebel etwas bringt. Aber ich hoffe doch, das schon. Bis zur nächsten Folge. Ciao!